Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich bin Tommy Sie und danke, dass du eingeschaltet hast. Ja, so wem schon aufgefallen ist, ich habe etwas an unserem Freund Arno getan. Neue Montur, neue Kapuze, neue Waffen. Also ich habe eine neue Pistole mit 6 Läufen und ein, ja, recht großes Schwert, was wirklich hart auf die Fresse haut, habe ich schon ausprobiert. Um auch mal ein bisschen so die Art und Weisen zu zeigen, so was man hier noch so an Waffen hat. Ich werde auch demnächst mal denn einen Speer nehmen oder auch die Gewehre. Die Gewehre zählen nämlich auch irgendwie als Nahkampfwaffe. Dadurch hat man dann kein Schwert oder Streitkolben mehr. Und ja. Gut, also heute werden wir auch mal wieder weiter in der Story-Kampagne machen und arrangieren ein Treffen mit Mirabeau. Also los. Okay, das ging schnell. Das an mir oder? Haben nicht sonst immer Sequenzen, bevor die nächste Mission anfängt. Elise? Monsieur Mirabeau? Okay, jetzt kommt die angesprochene Szene. Nachdem, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Ladebildschirme immer füllen soll. Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Na denn, untersuchen wir mal dieses Buch. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Ja, wir haben ja schon bekommen, dass es sich hier um einen weitaus böseren Komplott handelt, irgendwie. Also, es scheint ja irgendwie so, als wenn es irgendwie zwei Gruppen der Templer gibt. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Dann beschuldigen wir mal hier einfach straight unsere, nein. Beschuldigen sie jetzt nicht, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie das gewesen ist. Ich meine, was hätte sie denn für ein Motiv? Und naja, okay, sie ist, er macht hier in Ruhe seine Arbeit, das ist klasse. Also Hausbesitzer gerade gestorben, er macht hier in Ruhe weiter seine Arbeit, das ist Einsatz für den Job. Also da können sich einige noch von abschneiden von. Aber ich weiß nicht, also ich vertraue ihr schon irgendwie. Im Gegensatz zu diesem Typen hier. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das macht, weil ich weiß nicht. Also sie wirkte auf mich glaubwürdig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr jetzt, ah, du kompletter
Idiot, was denkst du dir eigentlich? Templer sind doch alle gleich, sind doch alle böse. Jein, also wenn man zum Beispiel mal guckt hier aus Teil 3 oder jetzt bei Rogue, dieser Hey-Film, kennen wir, ich fand diesen Typen extrem sympathisch und ich habe auch seine Motive und alles so, das habe ich komplett nachvollziehen können. Ich hätte auch diesen dritten Teil wirklich mit Hey-Film spielen können, sage ich mal so. Mit einer anderen Montur natürlich, ich habe seine Montur mal daher gelassen, aber an sich, so vom Charakter her, finde ich zum Beispiel Hey-Film total klasse, also vielleicht liegt es auch an seiner feinen englischen Art oder so, aber ich weiß nicht. So, sowieso bin ich der Meinung, Templer und Assassinen liegen sich oft wirklich gar nicht so weit auseinander. Aber halt die Art und Weise der Templer, wie sie an ihr Ziel kommen, ist für mich halt recht abstoßend, sag ich mal. Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Ich auch. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Was können wir jetzt? Wir können auch ihn beschreiben. Ja, ist das hier L.A. Noir oder wo sind wir hier? Aber, nein, also, das ist ja wirklich, hui, also. Wie geht es dir, Anno? Gut, ich bin etwas zwiegespalten, was hier gerade vorgeht. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann hier eigentlich keinen einfach so beschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu gutherzig bin oder so, aber ich weiß nicht, so. Aber oft sind es ja auch dann die eigentlich überhaupt so gar nicht so danach wirken. Und die, wo man dann denkt, das sind die bestimmt, die sind das dann am Ende gar nicht. Aber sei jetzt mal dahingestellt, aber ich würde echt mal gern wissen, was jetzt hier gerade vorgeht. Und warum und wozu und weshalb und überhaupt. Und das möglichst noch euch zuliebe, bevor diese Folge wieder cuttet. Ich habe auch noch mal recherchiert hier wegen diesen automatischen Cuts und alles, also nach PlayStation nimmt an sich nur 15 Minuten auf. Wenn ich jetzt meiner Quelle da vertrauen kann. Ansonsten, wenn ihr irgendwie einen Trick wisst, trotzdem nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde gerne die Folgen so lang machen, wie ich es halt für okay erachte. Und das wäre dann doch schon eher so ein Rahmen, der eher 25 Minuten. Statt der 15. Ich dachte, du könntest dir helfen. Da man sich bei 15 Minuten immer so hetzen muss. Sprechen wir mal den Apotheker hier. Die ist auch hier. Na komm. Zeit ist kostbar. Wir haben laut meiner Eieruhr noch 5 Minuten, deswegen
François. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Langsamer. Wartet. Ob es denn vielleicht doch Meister Quebec gewesen ist? Und uns einfach, um glaubwürdiger zu erscheinen, zu ihm geschickt hat. Verdammt. Ich darf ihn nicht verlieren. Ist im Weg. Ich muss zu ihm. Verdammt. Lass mich in Frieden. Würde ich ja gerne. Ach verdammt, ich komme gerade nicht klar. Ah nein, komme ich in... Oh Gott. Oh nein, verdammt. Langsamer! Na komm, jetzt haben wir ihn. Nein, verdammt! Was zum? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sonst hat er sich doch immer irgendwie dann doch noch nach vorne teleportiert. Puh. Menschenscanner. Hier drüben. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Was? Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Ist es der Weise? Finden wir es raus. In der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin, meine Freunde.